Das hier ist ein Beispiel für einen Kontur- und Matrix-Komplementaritätsplot. Man könnte noch viele andere zeigen für andere Elementpaare oder andere Meteoritengruppen. In dem Speziellen ist jetzt auf der X-Achse Silizium aufgetragen und auf der Y-Achse Magnesium, beides in Gewichtsprozent. Komplementarität beruht zunächst auf einer zentralen Beobachtung. Und das ist, dass die Kontren hier oben liegen und die Matrix hier unten liegt. Bei oben und unten ist nun Folgendes gemeint. Hier ist das CI-Verhältnis und das wird durch diese gestrichelte graue Linie angegeben. Die Kontren liegen jetzt immer oberhalb dieses CI-Verhältnisses. Das heißt, sie haben ein Magnesium-Silizium-Verhältnis, das immer größer ist als das von CI. Wohingegen die Matrix immer unterhalb der CI-Linie liegt. Das heißt, sie haben ein Magnesium-Silizium-Verhältnis, das immer kleiner ist als CI. Jetzt ist natürlich klar, dass Kontur und Matrix zusammen die Zusammensetzung des gesamten Meteoriten darstellen müssen. Das wirkt zunächst wie eine Trivialität, also es gibt hier irgendeine Mischungslinie zwischen Kontur und Matrix und irgendwo auf dieser Mischungslinie muss jetzt die Gesamtzusammensetzung des Meteoriten liegen, also in dem Fall von Renazzo. Jetzt liegt die Gesamtzusammensetzung aber nicht irgendwo auf dieser Linie, sondern genau hier am Schnittpunkt der Mischungslinie mit der CI-Linie. Und die Frage ist jetzt, was das bedeutet. Und hinter Komplementarität existiert eine sehr wichtige Frage für die Meteoritenforschung. Und zwar folgende. Stellen wir uns vor, wir haben eine protoplanetare Scheibe, die sieht irgendwie so aus. Hier in der Mitte ist die Sonne. Und um diese Sonne rum ist jetzt hier die protoplanetare Scheibe. Also die Sonne hier mehr im Mittelpunkt. Und jetzt ist es möglich, dass man zwei Reservoire hat. Zum Beispiel hier eins. Da kommen die Kontren her mit einer bestimmten Zusammensetzung und dann noch ein zweites Reservoir hier. Dort kommt die Matrix her mit einer zweiten Zusammensetzung und dann wird beides hier zusammengemischt. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, dass Kontren und Matrix sich in einem einzigen Reservoir bilden und aus dem kommen. Und das spielt für einige Modelle, für viele Modelle der Kontrenbildung und für das frühe Sonnensystem eine sehr wichtige Rolle. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Diagramm. Bei der ersten Möglichkeit mischen wir zwei Reservoire zusammen, das heißt die Kontren mit der Matrix. In dem Fall sollten wir erwarten, dass die Gesamtzusammensetzung des Meteoriten irgendwo auf der Mischungslinie liegt, aber nicht notwendigerweise auf dem Schnittpunkt mit der CI-Verhältnislinie. Aber genau das beobachten wir. Der Ball liegt genau auf diesem Schnittpunkt. Und zwar nicht nur für dieses Elementpaar und für diesen Meteoriten, sondern für viele andere Elementpaare auch und auch für viele andere Meteoritengruppen. Und deshalb scheint es sehr sinnvoll, dieses Diagramm so zu interpretieren, diesen Schnittpunkt so zu interpretieren, dass eben Kontur und Matrix aus einem einzigen Reservoir stammen und sich daher ganz einfach erklärt, dass dieses Reservoir die CI-Zusammensetzung hatte, und dann die Hochtemperaturkomponenten, die Kontren, zuerst entstanden sind und später die Matrix entstanden ist, im gleichen Reservoir. Und damit können wir mit Komplementarität diese entscheidende Frage beantworten, ob eben Kontren in verschiedenen Reservoiren in der protoplanetaren Scheibe gebildet wurden und dann gemischt wurden oder eben nur aus einem Reservoir. Und hier scheint die Interpretation sehr stark darauf hinzudeuten, dass Kontren und Matrix nur aus einem einzigen Reservoir gekommen sind. Und damit können wir dann einen sehr wichtigen Rahmenbedingungen liefern für eben Modelle für die Protoplanetarscheibe und für Kontrenbildung. Und das ist, was hinter dem Plot der Kontrenmatrix-Komplementarität steckt.